Hallo YouTuber. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's, der Proof. Ich weiß, ich habe mich lange nicht blicken lassen und auch schon eine gewisse Zeit nichts mehr hochgeladen. Ihr fragt euch sicherlich, warum das so ist. Ihr fragt euch vielleicht, hat er keine Lust mehr? Oder hat er aufgegeben? Wo steckt denn Proof? Und warum macht er keine Videos mehr? Ja, sogar die Frage, war es das jetzt mit Proof? Könnte in eurem Kopf aufgekeimt sein. Ja, ich weiß, aller Abschied ist schwer. Darum lasst mich zunächst einmal einen Blick zurückwerfen. Meine Karriere als Streamer und Content Creator für Star Citizen startete Ende 2019. Ich fing an, mich mit dem Thema Streamen auf Twitch auseinanderzusetzen und habe mich erst einmal über viele Dinge informiert. Wie streamt man eigentlich? Was braucht man dafür und was kann man alles machen? Wie ich halt so bin, lerne ich schnell und will aber, bevor es losgeht, immer erstmal alles so weit haben, dass es gut aussieht. Also besorge ich mir mein Overlay, OBS Studio und so kamen immer mehr Dinge hinzu. Selbst einen Greenscreen musste ich vor Anfang der Shows haben. Und dann kam die erste Show. Es fing sehr verhalten an, aber ich merkte schnell, dass sich ein paar Leute für mich und meinen Content zu interessieren scheinen. Ich streamte zu Beginn mehrmals in der Woche und am Wochenende, so kamen schnell auch viele Zuschauer zustande. Selbst in der Anfangszeit hatte ich bereits super Menschen, die mich unterstützten und dies heute auch sogar noch tun. Mein Dank gilt insbesondere Troy Grunt, der von der wunderbaren Star Citizen Community, in der ich immer noch gern Mitglied bin und Links findet ihr in der Videobeschreibung, meinem Moderator Malek Startigu, der mich schon sehr lange unterstützt und stets offen und ehrlich zu mir ist, was ich sehr schätze. Und wie auch meine Streamer-Kollegen, die mich mit Angeboten und Raids unterstützt haben. Das war ja nur der Part auf Twitch, aber dann fing ich auch mit YouTube an und machte zu Beginn einfach meine Verse Talks, indem ich die aktuellen Videos von CIG aufbereitete und sie zunächst bei Twitch live für euch gestreamt und dann auf YouTube hochgeladen habe. Das war noch Zeit. Auch hier wuchs der Kanal und ich merkte, dass ich vielleicht sogar irgendetwas richtig machen musste. Dann kam meine Tochter auf die Welt und das Streamen wurde schwieriger. Die Familie braucht nun mal auch einen Papa. Also wechselte ich von der gestreamten Nachrichtenshow auf die diversen Playlists hier auf YouTube, in denen ich in Kurzform alle wichtigen Inhalte der SC-Shows wieder für euch bereitgestellt habe. Und wieder kamen die Videos gut an. Danke auch hier an die Squeen und Spieler Blau, die mit mir einige Videos gemacht haben und auch an die All for One, die schon relativ früh auf mich zugekommen sind. Zwar haben sich die Wege zu All for One getrennt, aber es gibt hier keinen Grund, auch nicht hier Danke zu sagen an Everyday Gamer Yuna, Nostos, Forgeman & Co. Danke auch an Try von den Nachteulen. Auch hier ist eine Freundschaft entstanden, die über das Streamen hinausgeht. Ja, selbst Crash Academy wurde auf mich aufmerksam und fragte mich nicht nur einmal nach einer Zusammenarbeit. Und das bisher schönste Event war, als wir alle Streamer gemeinsam zu einem Event zusammengekommen sind und uns im Stream einfach unterhalten haben. Ein weiteres schönes Event war, als ich mit Gooks zusammen die CitizenCon übertragen habe und viele von euch live getroffen habe bei einem Bar Citizen in Essen. Das war echt großartig. Auch diverse Organisationen im Spiel, wie zum Beispiel die iHope oder die Bano Trading Corporation, unterstützen mich stets. Es sind in so kurzer Zeit einfach so viele Menschen zusammengekommen, dass es schwer fällt, sie nicht alle aufzuzählen. Nighthawk, Tony Limoni, Herr Matthias, Dr. Oversteer, Brewbaker und alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, bitte verzeiht mir, sind einfach zu viele. Aber, ihr wisst, von Herzen vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Aber was ist denn jetzt nun mit Proof? Warum kommen denn keine Videos? Nun, wer mich in den sozialen Netzwerken verfolgt, der weiß, dass ich im Dezember erneut Vater geworden bin und ich habe einen tollen kleinen Sohn, der auch bald Pilot werden will. Familie braucht Zeit. Daher kann ich nicht so viel schaffen wie manch anderer vielleicht. Ich denke aber, das versteht jeder und für euer Verständnis danke ich euch auch. Und was ist jetzt die große Neuigkeit? Ja, ganz einfach. Jetzt ist Schluss. Ja. Richtig gehört. Jetzt ist Schluss mit der Lehre auf meinem Kanal. Es wird weitergehen. Es gibt sogar viele Neuigkeiten. Erstens, ich werde ein paar Dinge ändern. Es wird weniger Infotainment auf meinem Kanal geben, dafür aber mehr Entertainment.
Zweitens, es sind mehrere Shows geplant, an deren Umsetzung ich noch arbeite. Drittens, es gibt jetzt noch einen coolen Weg, mich zu unterstützen, denn ich bin jetzt bei Patreon. Viertens, mein eigener Discord-Kanal wächst und ich freue mich, wenn viele von euch den Weg dahin finden. Und jetzt noch die Hauptnews. Denn ihr müsst auf die Infos der Wochenshows nicht mehr warten oder ganz drauf verzichten, denn diese gibt's lediglich auf einem anderen Kanal. Hallo YouTube, ich bin der Noobifier. Ich arbeite jetzt offiziell mit Noobifier1337 an seinem deutschen Kanal zusammen. We're beide machen jetzt gemeinsam Sache. Das heißt, ich bin jetzt offiziell die deutsche Stimme vom Noobifier. Ist das nicht cool? Ich werde seine Shows für euch 1:1 übersetzen auf seinem Kanal. Schaut also auch auf dem deutschen Kanal vorbei, er wird hier oben eingeblendet und falls ihr es nicht schon getan habt, dann folgt natürlich auch dort. Proof gibt es jetzt sogar noch auf einem anderen Weg, nämlich mit einer Radioshow auf Radio Infinity. Schaut auch da mal vorbei und hört rein. Einfach über den sternwanderer.org zuhören und viele Dinge entdecken. Also fassen wir kurz zusammen. Es wird zwar nicht immer leicht sein, aber es geht weiter mit Proof. Ich freue mich auf eure Unterstützung auch auf Patreon. Schaut mal auf der Seite nach. Ich freue mich riesig über Feedback. Ich sage jetzt hier so viel, ich freue mich, denn ja, ich freue mich auch wirklich. Danke, dass ihr mich so unterstützt auf allen Kanälen. Und in diesem Sinne, bis bald, euer Proof. Be brave, but fly safe.